Hey, dieses Game ist von den Until Dawn Entwicklern. Mein Video dazu war ja die Geburtsstunde der Konfettikanone bei jedem Jumpscare. Die hat übrigens mein amerikanischer Freund und Kollege Dardigan für mich erfunden. Aus irgendeinem Grund bin ich mir ziemlich sicher, dass ich sie in diesem Video sehr oft anwenden muss. Keine Ahnung, was hier schlimmer ist. Das Einblenden von Datenschutzrichtlinien und diese akzeptieren zu müssen, um das Game spielen zu können? Oder die Datenschutzrichtlinien tatsächlich durchzulesen, um zu erfahren, was die Publisher mit deinen Daten so alles anstellen dürfen, wenn du akzeptierst? Hier sehen wir, wie jeweils zwei Mann einen Sarg tragen. Wer jemals einen Sarg getragen hat, weiß, dass sich solche nicht zu zweit tragen lassen. Wegen Gewicht. Also ich will wissen, was aus meinem Sohn wird. Wird aus ihm ein guter Mann? Solche Fragen sollte man keinem Wahrsager stellen, sondern sich selbst. Immerhin liegt es in deiner Verantwortung, was aus deinem Kind wird. Tot? Wahrsager sagt die Wahrheit allerdings über Joe, obwohl er ganz eindeutig nach dem Schicksal seines Sohnes gefragt hat. Betrug! Quicktime-Tutorial. Keine Ahnung, warum Private Joe von seinem Vorgesetzten geschlagen wird. Ja, er hat Alkohol getrunken und das ist dort nicht gestattet, aber das ist auch kein Grund, ihn mit einer Körperverletzung zu bestrafen, während sein Kamerad 10 Tage ins Loch gesteckt wird. Der Boden des Frachtraums kann nicht annähernd so heiß sein, dass sich die halluzinogene Substanz sofort in Dunst verwandelt. Aus der Bewusstlosigkeit durch einen Kriegsflashback erwachen und aufrecht sitzen Klischee. Wie genau ist Charlie eigentlich aus seiner Verwahrungszelle gekommen? Er steht einfach so in diesem Büro, in welchem sich zwar auch die Zelle befindet, aber er sollte in der Zelle verwahrt sein und nicht dort rumstehen. Natürlich kann alles, was Joe sieht und hier mit Charlie erlebt, auch als Halluzination erklärt werden. Aber dann sollte es trotzdem irgendwie Sinn ergeben, oder? Weil alles andere, ja, es passiert noch mehr Unsinn, die Spieler verwirrt und bis alles am Ende aufgeklärt wird, haben es die meisten auch wieder vergessen. Lesen. Da dieses Game im Gegensatz zu Until Dawn keine Bewegungssteuerung hat, wurde diese durch einen Herzrhythmus-Quicktime-Event ersetzt. Verkackt man diesen, erklingt ein schriller Ton und man wird entdeckt, was im Übrigen absolut keinen Sinn ergibt. Charlie und Joe wissen nicht, was los ist, also wäre es hier auch ganz natürlich, ihren Kameraden anzusprechen, um zu erfahren, was los ist. Machen sie aber nicht und verstecken sich lieber wegen Gründe. Jumpscare. Button-Mashing-Tür-Öffning. Wenn sich der Horror in diesem Game dadurch definiert, dass ein Jumpscare den nächsten jagt, weiß man auch, dass die Entwickler keinen Plan haben, wie guter Horror funktioniert. Wie schon in Until Dawn kannst du in diesem Spiel nicht rennen, nur schneller gehen, was übrigens kaum einen Unterschied macht. Diesen Soundeffekt, den man verwendet, um aus einem Nicht-Jumpscare einen Jumpscare zu machen, nennt man übrigens Stabbing Hit. Und für sowas ist mir ehrlich gesagt das Konfetti zu schade. Ich nehme es hier mal vorweg und hoffe, jeder von euch ist sich der Spoilerwarnung am Anfang dieses Videos bewusst. In dieser Geschichte gibt es weder Geister noch Monster noch sonst irgendwas Übersinnliches. Sie ist vielmehr wie eine ungewollte Folge Scooby-Doo. Die Amerikaner haben sich heimlich einen Kampfstoff aus China besorgt. Dieser lässt Menschen halluzinieren, bis sie an einem Herzinfarkt sterben oder sich gegenseitig umbringen. Frage bleibt, wozu? Zu dieser Zeit gab es bereits genügend Chemiewaffen, welche ihren Zweck wesentlich effizienter und unkomplizierter erfüllt haben. Junge, du benutzt ein Morsegerät, kein Funkgerät. Es überträgt Zeichen als Signale und keine gesprochenen Worte. Du brauchst es also nicht anschreien. Komm schon! Wenn du doch bereits Funkkontakt hast, warum antwortest du dann nicht auch per Funk? Stattdessen schreist du weiter das Morsegerät an. Ich war mir schon bei Until Dawn nicht ganz sicher, ob die beiden Autoren wirklich so dämlich sind oder ihre Zielgruppe einfach für so dämlich halten. Spiel beginnt wie Until Dawn mit Oh Death. Andere Version, aber selber Song. Hallo und willkommen in meiner Schatzkammer. Schatzkammer. Falls ihr auch das Gefühl habt, dass dieses Game dasselbe ist wie Until Dawn, dann liegt es einfach daran, dass dieses Spiel von den exakt selben Personen gemacht wurde wie Until Dawn, welche im Grunde dasselbe Spiel nochmal gemacht haben. Und das spricht nicht gerade für dieses Spiel. Außerdem, der Kurator wird von Pip Torrance gespielt, also Herrn Starr aus Preacher. Leider hat man ihn hier jedoch wie einen Robert Patrick Farmer aussehen lassen. Dieses Spiel hat die gleichen Charakterprofile wie in Until Dawn und liegt damit genauso daneben wie Until Dawn. Reicht das? Falls nicht, bestellen wir einfach Nachschub. Wie könnt ihr auf See Nachschub bestellen? Ich war noch nie da unten. Unten? Im Wasser. Tauchen. Kannst du mir zeigen, wie es geht? Echt jetzt? Ja? Ich meine, du bist echt hier ohne eine einzige Tauchstunde? Sollte man solche Details nicht bei der vorherigen Planung einer Tauchexpedition klären, anstatt kurz vor dem Ablegen? Julia und Conrad sind, tja, also alle beide stinkreich. Und? Reg dich nicht über Kleinscheiß auf, Mann, bleib cool. Lass mich nicht bereuen, dass ich dich mitnehme. Das wird wohl auch der Grund sein, warum Alex diese zickige Julia heiraten will. Ihre Familie hat Geld. Hey! Brie Larson verarme. Iceman verarme. Nee, warte. Oh, kacke. Die haben wirklich Sean Ashmore damit reingezogen. Das ist Brad, mein kleiner Bruder. Hey. Bradley!
Ich glaube, ich kenne dich schon, hab viel von dir gehört. Alex wird Julia einen Heiratsantrag machen. Was bedeutet, dass die beiden schon eine Weile zusammen sein sollten? Warum lernt sie seinen Bruder erst jetzt kennen? Hab ich dir gefallen. Hey! Lust auf ein Bierchen? Jede Sekunde. Conrad bietet Brett ein Bier an, macht sich aber nur selbst eins auf, um Brett dabei zu beobachten, wie er sich unbeholfen sein eigenes Bier öffnet. In dieser Story gibt es nichts Übernatürliches, aber scheinbar auch nichts Natürliches. Die Autoren dieser Story scheinen absolut keine Erfahrung mit zwischenmenschlichem Verhalten zu haben. Alles, was sie kennen, sind stereotypische Klischees aus schlechten Horrorfilmen. Bist du schon mal getaucht? Eigentlich nicht. Hab ich noch nie gemacht. Wasserjungfrau. Cool. Hey. Das ändern wir heute. Warum wird wegen Bretts mangelnder Tauchererfahrung eigentlich so ein Fass aufgemacht, wenn doch Alex und Julia den Tauchgang machen? Wo ist überhaupt der Kapitän von diesem Kart? Gute Frage. Sollte Fliss nicht als Erste hier sein? Welcher Kapitän eines Charterboots lässt seine Kunden einfach an Bord gehen und kommt zuletzt? Außerdem, in Until Dawn waren die Protagonisten dumme Teenager. In diesem Game sind die Protagonisten dumme Millennials. Fliss kommt an Bord und fährt sofort los. Leinen müssen vorher scheinbar nicht losgemacht werden. Ganz schön weit draußen. Ich suche bloß Alternativen, falls wir nichts mit der Tauchkamera finden. Ganz ehrlich, ich habe noch nie von eurem Wrack gehört. Normalerweise wimmeln Wracks von Tauchern. Ja, das hier ist anders. Fällt euch was auf? Es gibt absolut keine Erklärung dafür, woher solche Dumpfbacken von einem bislang unbekannten Wrack im Meer wissen. Sehen und staunen. Auf Verdacht irgendwo aufs Meer rausfahren und an einer bestimmten Stelle eine Kamera ans Wasser halten, ist ein unmöglicher Weg, einen Wrack zu finden. Man verwendet dafür aufwendige Sonartechnologie und sehr viel Zeit. Danke nochmal für die super Ausrüstung. Geht doch nichts über Qualität. Aha. Was? Was? Welcher Kapitän lässt eigentlich seinen Ausweis offen rumliegen? Außerdem, warum hat Fliss, eine Seefrau aus Französisch-Polynesien, einen Ausweis, welcher in North Carolina ausgestellt wurde? Auch die Visionen in Sammelobjekten hat man aus Until Dawn in dieses Spiel hineinrecycelt. Außerdem, auch hier stellt keiner der Protagonisten die eben gesehene Vision in Frage. Okay, ihr Clownfische. Clownfische. Conrad hat hier die Rolle des Lustigen bekommen. Er ist also quasi ein Chris für überflüssige Unterwasserwitze. Selfies. Hab den Bangstick. Das habe ich schon gehört. Aha. Schlechte Wortwitze mit sexuellem Hintergrund sind schlecht. Schade, dass Fliss so verklemmt ist. Sie tut ja, als wollten wir das Flugzeug plündern. Wollt ihr das nicht auch? Eda, Captain. Kleines Bier mit dem ersten Offizier. Du? Bist nicht mein erster Offizier. Zweiter Offizier. Nein. Alles fit, Schiffsjunge? Immer noch nein. Dein spendabler, gut aussehender Kunde bittet darum, ein goldenes, kühles Gebräu mit dir genießen zu dürfen. Ich habe seit Days Gone kein Spiel mehr gespielt, was eine so unfassbar unsympathische Besetzung hatte. Die Herausforderung dieses Games ist, dass alle am Ende am Leben sind. Und ehrlich gesagt ist dies eine echt harte Herausforderung. Nettes Boot hast du hier. Wie bezahlt man sowas? Vollkommen egal, was Fliss hier antwortet. Eine Antwort bekommt man nicht. Wetter ist gut. Wetter ist gut, sprach sie wie ein Roboter, obwohl sie dieses Gerät nicht mal braucht, um festzustellen, dass das Wetter gerade gut ist. Duke an Alex. Duke an Julia. Keiner meldet sich zurück, also werfe ich das Funkgerät hin und mache weiter. Du scheinst deine Auszeit ja in vollen Zügen zu genießen. Ich habe viele Talente. Blöderweise gehört Schauspiel nicht dazu. Weit und breit kein Boot, aber diese Arschlöcher müssen ausgerechnet an einem Boot mit Tauchboje so dicht vorbeifahren und einen Unfall verursachen, damit der Plot ins Rollen kommt. Hey, das Boot ist kaputt, siehst du? Ja, dein Boot ist kaputt, weil du zu doof bist, ein Boot zu lenken oder die Autoren dieser Story zu dämlich waren, etwas Glaubwürdigeres zu schreiben. Reiches Arschloch macht auf reiches Arschloch. Ich weiß irgendwie auch nicht, warum diese Knalltüten überhaupt hier tauchen. Dies ist ein altes Rettungsflugzeug, was sollte es da zu holen geben? Abgesehen davon haben sie nicht einmal eine Spur zu einem Schatz, welche sie haben sollten, um ihre Motivation, das Wrack zu erkunden, grundsätzlich zu erklären. Einschusslöcher. Der ganze Rumpf durchsiebt. Brett flippt noch aus, wenn er das sieht. Was die Frage aufwirft, woher Brett davon weiß und wie er die Absturzstelle bestimmen konnte, ohne Zugriff auf über 70 Jahre alte Militärunterlagen zu haben. Außerdem, warum hat man nie nach dem Flugzeug oder dem Schiff gesucht? Konnte man es nicht finden, obwohl es diese Clowns einfach so gefunden haben? Die Entwickler mochten den Moränen-Jumpscare aus Shadow of the Tomb Raider so sehr, dass sie ihn in dieses Spiel eingebaut haben. Ich hätte mich fast vollgepickelt. Ist doch schön warm. Ich erinnere etwas deutlicher daran. Die beiden Typen, die diese Dialoge geschrieben haben, werden derzeit von Bandai Namco dafür bezahlt, noch mehr davon zu schreiben. Pilot und Co-Pilot. Ja, wer soll denn auch sonst im Cockpit sitzen, Sherlock? Ein Toten im Drehstuhl langsam umdrehen, Klischee. Hai? Jetzt auch noch Haie? Komm her, du Hai! Kein Taucher ever. Überflüssiger Heiratsantrag unter Wasser ist überflüssig. Und unter Wasser. Hey, was zum Teufel ist hier los? Wir hatten einen Unfall. Mit dem Grill. Ihr habt den Grill angeworfen, als ihr mit den Arschlöchern auf dem Motorboot gesprochen habt? Und das führte zu zwei Explosionen? Warum bezahlst du das mehr?
Ein paar Fischer hatten einen Schaden an ihrem Boot. Sie hingen in der Tauchleine fest. Ach, so war das. Genau. Und er scheint reich genug zu sein, um es nicht für nötig zu halten, die Kohle wieder aus dem Wasser zu angeln. Also, wir waren gerade erst dem sicheren Tod entkommen und... Naja, so sicher war es nun auch nicht. Und dieser Klopskopf... Klopskopf? Klopskopf. Dieser Klopskopf holt einen Ring von wer weiß woher. Genau, wo war der Ring eigentlich? Auch Brad wäre gut bei Gamesünden. Wollte Conrad nicht erst Fliss helfen und dann mehr Bier holen? Vielleicht hat er gedacht, hey, ich trink mal eins und wurde betrunken. Und er hat uns vergessen und weitergetrunken. Und weitergetrunken und dann war alles weg. Ich weiß noch nicht so ganz, ob man dieses Game noch als Videospiel bezeichnen kann oder schon eher als betreutes Lobotomieren. Ihr Amis seid doch alle gleich, oder? Keinen Respekt vor Traditionen. Ihr hättet überhaupt nie zu diesem Flugzeug runtergehen sollen. Wenn Fliss ein so riesiges moralisches Problem damit hat, ist sie eindeutig im falschen Beruf. Sie wird dafür bezahlt, Taucher aufs Meer zu fahren. Also warum dieses Drama? Und da, verteilt auf dem Boden, liegen ein Mann und eine Frau, brutal ermordet mit einer Axt. Immer eine Axt? Ich meine, wer benutzt denn heute noch Äxte? Okay, gut, dann war es ein Fleischhaken. Sie wurden damit aufgeschlitzt und an den Sparren gehängt. Moment, du änderst die Mordwaffe? Brie Larson für Arme wäre wirklich ausgezeichnet bei Gamesünden. Außerdem, schlecht erzählte Gruselgeschichte ist schlecht erzählt, was mich in diesem Game jetzt aber auch nicht wirklich überrascht. Und er sieht sein eigenes Gesicht. Dann quellen die Augen raus und er schreit. Konfetti! Außerdem, der Effekt ist ja ganz nett, macht aber keinen Sinn, da noch keiner der Protagonisten unter dem Einfluss des Halluzinogens steht. Das war ganz schön billig, Kumpel. Auch Alex ist gut bei Gamesünden. Wieso fahren diese Deppen eigentlich nicht zurück ans Land und übernachten dort, zumal Fliss gewusst haben muss, dass ein Sturm aufziehen wird? Außerdem, absolut jeder an Bord kann problemlos schlafen. Sogar Brad, der bereits seekrank wurde. Diese Arschlöcher sind gut im Hardcore-Schleichen auf hoher See trainiert. Wieso eigentlich die Klinke benutzen, wenn man diese Tür sogar öffnen kann, ohne sie anzufassen? Außerdem, keiner dieser schlafenden Millennials hört dies. Das Boot wird von den Piraten überfallen, die zuvor den Unfall verursacht haben. Das Spiel nennt sie hier aber Fischer, obwohl es eindeutig Piraten sind. Warum? Sie haben keine Fischerboote, keine Fischernetze, sehen nicht aus wie Fischer, benehmen sich nicht wie Fischer und reden nicht wie Fischer. Sie haben ein Motorboot, sind bewaffnet, sehen aus wie Piraten, verhalten sich wie Piraten und reden auch wie Piraten. Außerdem überfallen sie ein Boot, üben Gewalt aus und nehmen Geiseln für ein mögliches Lösegeld. Das sind eindeutig Piraten! Also warum werden sie hier Fischer genannt? Leider müssen wir uns dieses dumme Gequatsche dieser Idioten gleich weiter anhören, weil sie ihre Knebel entfernen, was übrigens keine Geisel machen würde. Niemand weiß, dass ihr hier seid, kleine Lady. Aber zuvor sagte Fliss, unsere Route ist im Hafen hinterlegt. Und du kannst auch nicht wissen, ob sie nicht jemandem gesagt haben, wo sie sind. Hör auf, Mann. Wir beenden das später. Wieso eigentlich immer später, wenn man es doch jetzt machen kann? Hey! Schwarkopf! Halt die Scheißfresse! Dies ist der einzige authentische und passende Satz, den jemand in diesem Game sagt. Wo ist denn mein Bruder? Das ist eine verdammt gute Frage. Er schlief unter Conrad, als alles losging und keiner scheint von ihm Notiz genommen zu haben. Wir haben ja alle mitbekommen, wie introvertiert Brad ist, aber so introvertiert, dass er für jeden plötzlich unsichtbar wird? Jetzt machen sie sogar ihre Fesseln los. Keine Geisel würde sich so gefährdend verhalten, solange die Geiselnehmer in der Nähe sind. 8 Sekunden. Der Sturm ist 8 Meilen weg. Oder 8 Kilometer, wenn man das metrische System benutzt. Ja, wenn dieses Spiel nicht immer so ruckeln würde, das wäre toll. Wer erzählt mir denn jetzt von diesem Mandschurei-Gold? Niemand, weil keiner etwas darüber weiß. Aber jeder geht sofort davon aus, dass es sich um einen Schatz handeln muss. Ich sag, wie es ist. Fliss muss damit zu tun haben. Sie hat ihm vom Mandschurei-Gold erzählt. Was redest du da? Du warst dabei, als diese Piraten gerade den Hinweis zum Mandschurei-Gold unter Deck gefunden haben. Ja, wenn diese Quicktime-Events nicht immer so plötzlich und unerwartet kommen würden, das wäre toll. Was ist denn mit Brad? Versteckt er sich irgendwo? Ich weiß nicht, wo er ist. Wir können ihn nicht da unten lassen. Er ertrinkt. Brad, Kumpel, komm raus! Ach, jetzt konnte man Brad doch ganz einfach finden? Warum stehen jetzt alle an Deck? Eben mussten doch noch alle in der Ecke sitzen. Diese Piraten scheinen wirklich zu blöd zum Bootfahren zu sein. Mir fällt es irgendwie schwer zu glauben, dass niemand in über 70 Jahren ein Schiff dieser Größe gefunden hat, in einem Seegebiet, in welchem es von Touristen nur so wimmelt. Bevor alle das Schiff betreten, nehmen die Piraten die Verteilerkappe des Boots, damit keiner abhauen kann. Der Zündschlüssel hätte es aber auch getan, oder? Eine gruselige Hand, um die Zuschauer zu erschrecken, erfordert eine Handvoll Konfetti. Oh Scheiße! Red Scare! Die Piraten sperren die Millennials in einen Raum, ohne diesen vorher auf mögliche Fluchtwege oder herumliegende Waffen untersucht zu haben. Die Piraten können ohne Schlüssel einen Raum verschließen wegen Leck mich. Hey!
Es ist dunkel hier drin. Dunkel ist es nicht wirklich in diesem Raum. Man kann genug sehen. Auf einem alten Schiff ohne Licht. Bei Nacht. Weißt du Bescheid. Und wieder besitzt jemand, der offensichtlich nicht raucht, ein Feuerzeug, um eine Laterne anzuzünden, welche auch noch praktisch in diesem Raum rumsteht. Wo zur Hölle sind wir denn hier? Nach unseren Beobachtungen ist dies eine Art Schiff. Und noch dazu ein verlassenes. Daher würde ich mal vermuten, dass es irgendeine Art verlassenes Schiff ist. Sie haben unsere Verteilerkappe. Ohne die kommen wir nirgendwo hin. Warum schließen wir ihn nicht kurz oder so? Nein, überbrücken geht nicht. Wir brauchen die Verteilerkappe. Ich stelle mir gerade vor, wie Larry Fessenden und Graham Resnick dieses Gespräch geschrieben haben. Hey, ich brauche irgendein Plot-Device, damit diese Idioten nicht abhauen können. Gibt es denn etwas, womit ein Boot nicht fahren kann? Warte, ich google mal eben. Hier steht, dass eine Motorjacht nicht ohne Verteilerkappe fahren kann. Klingt gut, nimm das. Kein Mann unterschreibt einen Brief an seine Frau oder Freundin mit seinem Nachnamen. Was? Was? Genau, aber keine Ahnung, was du meinst. Supergeister. Supergeister. Außerdem Woman Spreading. Wenn wir ihn aufsprengen, Freiheit. Wow, wir wissen nicht, wohin dieser Schacht führt. Ist das nicht egal, solange er aus diesem Raum führt? Hey, ja, ihr, Long John Silver und so. Was macht ihr denn da draußen? Achterstücke und eine Pulle voll rum, die einbeinigen Kackfresser. Ja, ihr schwierigen Korsaren. Keine gute Idee für eine Ablenkung. Die Piraten könnten die Tür öffnen und euch die Fresse polieren. Dann ist Essig mit Fluchtplan. Ich warne euch. Ich bin Amerikaner. Ich bin Amerikaner, Klischee. Der Scheiß funktioniert. Red Scare. Schon zum zweiten Mal. Keiner der Protagonisten bemerkt diese Erscheinungen, welche random erscheinen. Diese Pinnwand hing über 70 Jahre dort und ausgerechnet jetzt entscheidet sie sich herunterzufallen. Erst ein Brief mit Dardigans Namen und jetzt einer mit meinem. Scheinbar kennen die Entwickler unsere Videos und wollen uns Angst machen. Diese Deckenlampe erinnert mich daran, dass es Strom auf diesem Schiff gibt, obwohl es keinen Strom auf diesem Schiff geben sollte. Alle wichtigen Informationen sind in der Mitte des Buches Klischee. Und dann auch noch gleich zweimal hintereinander. Oh, da ist ja das Plot-Device. Keine Ahnung, warum Olsen die Verteilerkappe dort ablegt und weggeht. Soll die Spieler wohl daran erinnern, dass wir sie brauchen. Ich muss gerade feststellen, dass diese Szene rein gar nichts bewirkt, außer die Protagonisten zu trennen, um sie später wieder zusammenzubringen, ohne dabei einen Zweck zu erfüllen. Oh großer Gott, warum muss ich mir das ansehen? Ich habe mich genau dasselbe gefragt, jedes Mal, wenn ich eines dieser Dokumente gelesen habe. Sie sollen eine Backstory zu den Ereignissen in der Vergangenheit erklären, was sie allerdings zu 90% nicht tun. Warte mal, hier waren wir schon. Nein, waren wir nicht. Wenn du mit Kreide auf eine Tafel schreibst, kannst du es übrigens wieder wegwischen. Dafür sind Kreidetafeln da. Du musst es nicht durchstreichen. Auch dieser Kochtopf hatte nach über 70 Jahren keinen Bock mehr auf Abhängen. Das ist jetzt der dritte Red Scare innerhalb von 30 Minuten Spielzeit. Außerdem, woher hat die Ratte das frische Fleisch und wie hat sie es in den geschlossenen Schrank bekommen? Beziehungsweise den Schrank von innen geschlossen? Soup du jour, mademoiselle. Dieser Typ ist zu amerikanisch und nicht ausreichend intelligent, um das französische Wort für Tagessuppe zu kennen. Was war das? Ich hab nichts gehört. Vielleicht musst du mal zum Ohrenarzt kommen. Hat Alex seine Verlobte gerade Kumpel in einer abwertenden Bemerkung genannt? Die Entwickler mochten dieses alle wichtigen Informationen befinden sich in der Mitte des Buches-Klischee so sehr, dass sie es ein drittes Mal eingebaut haben. Soundscare. Was? Irgendetwas ist mit uns hier drin. Hast du... Ich meine, hast du nichts gehört? Wahrscheinlich nur Ratten. Mehr war's nicht. Jetzt lach mich bloß nicht aus. Wenn man bedenkt, wie viele Ratten die Protagonisten schon auf diesem Schiff gesehen haben, erscheint die Erklärung von Alex recht plausibel und die Reaktion von Julia ziemlich zickig. Hier sind wir schon gewesen. Nein, sind wir nicht! Der Scheiß mit den Särgen in der Kapelle wird übrigens auch nicht richtig erklärt, egal wie viele Dokumente du findest und durchliest. Wen interessiert's, wer die sind und was die hier tun? Haben sich die Entwickler scheinbar auch gedacht. Ja, vielleicht ist das Baby Dracula. Und das sind seine Eltern. Und alle schlafen in Erde aus ihrer Heimat. Und dann stürzen sich alle auf Conrad und saugen ihn aus. Ende. Ja, wenn die Dialoge in dieser Story irgendwie Sinn ergeben würden, das wäre toll. Nach all den Red Scares hat man nun eine Ratte als Köder für einen richtigen Jumpscare benutzt. Falls ihr euch wundert, warum ich Jumpscares als Sünde zähle, werde ich es euch gerne erklären. Jumpscares sind billiger Horror. Genau genommen sind Jumpscares nicht mal Horror. Sie sind eine Methode, Leute zu erschrecken. Quasi ein dummer Streich, den man euch spielt, da hier niemand in der Lage zu sein scheint, das Publikum mit einer richtigen Horrorgeschichte zu fesseln. Conrad, nimm ein paar von den... Hey,
Wo ist er? Eine zweite Meinung einholen? Okay, komm raus! Zeig dich! Du könntest auch einfach deine Taschenlampe draufhalten. Damit kannst du aus sicherer Distanz erkennen, ob es sich um eine Bedrohung oder eine Verarschung handelt. Dies ist nun das zweite Objekt, welches wir finden und den Namen des Schiffes verbirgt. Man tut hier so, als wäre es ein Riesengeheimnis, obwohl es am Ende überhaupt keine Rolle spielt. Was war das für ein Geräusch? Ja, das hat sich schon so mancher in Metal Gear Solid gefragt. Ich habe keine Ahnung, was der Scheiß hier soll. Ich habe genau dasselbe gesagt, als ich dieses Spiel gespielt habe. Was war das? Das war ein Kameraspuk. Eine unheimliche Erscheinung, die nur vom Publikum gesehen wird, aber nicht vom Protagonisten. Also quasi nur existiert, um die Zuschauer zu erschrecken. Was im Kontext der Story absolut keinen Sinn ergibt, da wir ja nicht diejenigen sind, die das Halluzinogen eingeatmet haben. Hey, ich wollte mir das ansehen! Piratenanwärter Danny, der einzige, der hier eine Pistole hat, dreht durch, rennt weg und verliert seine Mütze. Warum das eine Sünde ist, sehen wir später. Was für ein Arschloch! Warum müssen in solchen Szenarien die Verbündeten einen eigentlich immer unerwartet berühren und damit erschrecken? Warum kann nicht mal einer sagen, hallo, ich bin's, hier drüben, nicht erschrecken? Okay, warte mal, wie bist du an ihm vorbeigekommen? Wie kommst du überhaupt hierher? Ich hab dich gesucht und, naja, wollte dich retten oder so. Fällt euch auf, wie er ihre Fragen nicht beantwortet? Ja, nee, du kannst niemanden mit einem Geräusch jumpscaren. Da hier nichts Übersinnliches im Gange ist, erwarte ich eine Erklärung dafür, wie sich diese Türen ganz plötzlich und von Geisterhand schließen, um erneut die Protagonisten zu trennen. Natürlich lässt sich das als Halluzination erklären, aber wie wahrscheinlich ist es, dass zwei Personen die exakt gleiche Halluzination haben? Der Horror in dieser Szene besteht darin, dass Brad ganze viermal denselben Gang entlangläuft. Skelette. Skelette. Skelette? Skelette, Skelette, Skelette. Irgendeine Meinungsverschiedenheit. Twitter 1947. Wisst ihr, was das wirklich Schlimme an diesem Game ist? Dass man die meiste Zeit damit verbringt, durch dieses Schiff zu latschen, ohne dass irgendetwas Interessantes passiert. Das ist ganz schön schwach, wenn man bedenkt, dass dieses Spiel nur 4 Stunden geht. Ja, wenn dieses Spiel nicht immer mitten in einer Szene abblenden würde, das wäre toll. Wieder ein Spuk, der nur die Spieler erschrecken soll, aber nicht von den Protagonisten gesehen wird. Berührend der Konfetti-Moment mit anschließender Quicktime-Kacke. Red Fetti! Ja, nee, du kannst niemanden mit einem Piano jumpscaren. Und zum 5. Mal ist die wichtige Information in der Mitte des Buches. Fliss findet einen Weg nach draußen und scheinbar lässt die Wirkung des Halluzinogens deutlich nach, wenn man an die frische Luft geht, weil sie anschließend wieder hineingeht und keine Halluzination mehr hat. Was die Frage aufwirft, was die Soldaten an Deck, also an der frischen Luft, dazu bewegt hat, auf das Rettungsflugzeug zu schießen. Außerdem, warum hat man 1947 ein Rettungsflugzeug losgeschickt, um eine Schiffscrew zu retten, obwohl man dort nirgends landen kann? Wäre ein Schiff nicht die beste Methode, ein Schiff in Not zu retten? Den Entwicklern ist an dieser Stelle nichts mehr eingefallen, also haben sie einfach den Klopskopf gecopy-pastet. Und scheinbar hat sich jetzt auch noch Olsen in die Zwischenablage verirrt. Jetzt hat sich diese Halluzination gleich 2-mal hintereinander hinter den Protagonisten teleportiert, um ausschließlich das Publikum zu verängstigen. Man merkt deutlich, dass wir dem Ende des Spiels näher kommen, weil jeder Quicktime-Event nun versucht, die Spielfiguren zu killen. Und wie ist sie jetzt dahin gekommen? Was machst du hier oben? Verdammt, du hast mich zu Tode erschreckt. Fällt euch auf, wie sie seine Frage nicht beantwortet? Und da treffen sich alle zuvor getrennten Protagonisten wieder, ohne dass die Trennung irgendeinem Zweck dienlich war. Was für ein Plot. Außerdem, jetzt wo alle an Deck sind und an der frischen Luft, hat keiner mehr Halluzinationen. Warum dies im Jahre 1947 nicht funktioniert hat, bleibt ein Rätsel. Bucheintrag in der Mitte des Buches eintragen, Klischee. Herausgefunden, was los ist? Ja, so schwer zu verstehen ist es ja nun wirklich nicht. Moment! Hier muss doch ein Funkgerät sein. Spätestens an dieser Stelle sollte aufgefallen sein, dass keiner von diesen Millennials ein Smartphone bei sich hat. Im Jahre 2019. Dieser tote Soldat trägt eine Gasmaske und hat eine Anleitung bei sich, wie man eine Gasmaske anwendet, obwohl dies jeder Soldat in der Grundausbildung lernt. Ich habe mittlerweile aufgehört mitzuzählen, finde es aber faszinierend, wie inflationär man dieses Klischee innerhalb von nur 4 Stunden anwenden kann.
Es ist übrigens auch faszinierend, dass keines dieser auffindbaren Dokumente ausgeblasst oder durch die Feuchtigkeit unleserlich geworden ist, weil sie über 70 Jahre lang offen rumlagen. Den armen Kerl hat es wohl mitten in seinem Funkspruch erwischt. Und dennoch hatte er Zeit, seine SOS-Nachricht auszudrucken. Hey! Hey! Hört das jemand da draußen? Hallo! Die Nummer mit dem Funkgerät und die damit verbundene Entscheidung, wie man sich beim Funkspruch formuliert, habe ich auch schon in Until Dawn gehabt. Hallo! Hallo! Hört mich jemand? Bitte kommen! Funkgerät gibt im wichtigen Moment den Geist auf Klischee. Das muss irgendwo hinführen. Vielleicht können wir den Strom wieder anschalten. Ihr braucht also Strom, der über 70 Jahre lang auf diesem Schiff an war und ausgerechnet jetzt ausgeht, wenn ihr das Funkgerät benutzen wollt, weil ihr keine Telefone dabei habt. Weißt du Bescheid? Wenn ich ehrlich bin, komme ich mit meinen Verletzungen nicht herunter. Was für Verletzungen? Du hast eine aufs Maul bekommen. Wie kann ich das beim Gehen, aber nicht beim Dummquatschen behindern? Hey, kleiner Bro. Was gibt's? Ich glaube, ich sollte dich befördern. Wie klingt Medium, Bro? Was soll denn? Wovon redest du? Du hast dich bewiesen. Und das voll in der Schusslinie. Der Vergleich hinkt mächtig. Nicht, wenn die Metapher der Knaller ist. Ich erinnere nochmal daran. Die Typen, die das geschrieben haben, werden dafür bezahlt. Beide überleben dies. Unverletzt. Hast du nichts gesehen? Was denn? Okay, also ich sehe also Zeugs. Du aber nicht. Nicht so ganz. Ihr hattet zuvor 1:1 dieselbe Halluzination mit der Tür. Schon wieder? Wow. Nachdem der Strom wieder eingeschaltet wurde, stirbt das Funkgerät ein zweites Mal. Ich habe noch nie so viel einfallsloses Recycling in einem so kurzen Spiel erlebt. Danny überlebt dies. Hey, das wollte ich mir ansehen. Diese Erbsenhirne finden Julias Ring und nehmen ihn an sich, anstatt die Verteilerkappe für das Boot zu nehmen, welche auch in diesem Raum liegt und der Grund war, warum sie diesen Raum überhaupt betreten haben. Das ist jetzt schon der dritte Herz-Rhythmus-Quicktime-Event innerhalb von 3 Minuten. Das Spiel will hier, dass man verkackt, oder? Ich mit meinem Riesenhammer! Das klingt schmutzig. Keine Ahnung, woher Junior die Pistole hat, welche Olsen zuvor Danny gab. Bleib weg von dem Dunst! Wie? Was für Dunst? Seid ihr eigentlich komplett verblödet? Ihr habt doch eben herausgefunden, was auf dem Schiff nicht stimmt. Habt ihr es in den wenigen Minuten etwa vergessen? Oder waren es die Entwickler, die vergessen haben, den Dialog zu ändern, wenn ein schlauer Spieler alle Hinweise dazu findet? Ihr habt ihn eingeatmet. Nein, schau, wir hielten die Luft an. Wir haben das nicht eingeatmet. Ach, wirklich? Ich weiß, ihr seid alle Taucher, aber das kaufe ich euch nicht ab. Der Scheiß funktioniert trotzdem. Hey Mann, komm schon, leg doch dich! Nun, das ist eine Möglichkeit, einen Charakter loszuwerden, der seinen Zweck erfüllt hat. Olsen stirbt auf dieselbe Art wie der DARPA-Chef und der Präsident von Armstech in Metal Gear Solid. Jetzt hast du endlich die Verteilerkappe und jetzt legst du sie ab, anstatt damit einfach wegzulaufen? Jetzt läuft er sogar weg und lässt sie liegen. Red Alien. Red Alien? Will das Monster dich jetzt in den Arsch? Stellt sich raus, das Monster ist Julia, als Halluzination. Bin nicht überrascht, immerhin ist sie diejenige von den beiden, die den Pimmel hat. Nachdem Alex die Verteilerkappe auf dem Tisch abgelegt hat, hebt er sie nun vom Boden auf. Alle 5 Freunde überleben dies und können dann kommen. Der Wichser, der uns entführt hat, dachte, da wäre Gold. Er wollte das Gold. Nur darum ging es ihm. Mandschurei-Gold. Tja, das war was ganz anderes, als wir erwartet hatten. Ja, ich hab's verstanden. Danke. Wer steuert eigentlich das Boot, wenn Fliss bei dieser Geschwindigkeit auf dem Deck steht, um Julia den Ring zurückzugeben? Bis zum nächsten Mal. Vielleicht in Little Hope, vielleicht auch anderswo. Gewiss ist, es gibt ein nächstes Mal. Das ist unvermeidlich. Danny ist noch am Leben und hat sogar seine Mütze gefunden, die er verloren hatte, als er durchdrehte. Außerdem erhält sich die linke Bauchseite, obwohl Olsen ihm in die rechte Bauchseite gestochen hat. Das Ding hat also von alleine ein SOS gesendet. Nee, hat es nicht. Die Protagonisten hatten Funkkontakt und mit einer Person gesprochen. Diese Person sollte euch wohl geschickt haben, hä? Der aufdringliche Fortsetzungsköder des Kurators hat nicht gereicht. Jetzt sehen wir sogar einen Teaser zur nächsten Folge. Schwarkopf, halt die Scheißfresse!